Moin, moin, Freunde gepflegter Baller-Action. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit R-Type Final 2. Ich glaube ja, einer Demo. Ich habe mal wieder Bock gehabt zu ballern und wir erinnern uns, ein Klassiker vom Super SNES zum Beispiel. R-Type 1991, eines der ersten Spiele, was auf den SNES kam und den Mode 7 Chip schon ordentlich ausreizte und eine Fortsetzung des Arcade-Klassikers auch war und schon Elemente des zweiten Teils in sich vereinte. Wir haben jetzt hier, ja, nicht mehr Irem oder Irem als Entwickler R-Type Final 2, ja, so heißt es. Okay. Sondern Once upon a time, humanity was on the brink of destruction. By the invasion of alien organisms from outer space. People pinned their last hope on a small trans-dimensional fighter. Hi! How's it going? Oha. Now you are about to go into the start sequence. Wow. Oh, da sehen wir auch unser Helferlein, unseren feuernden kleinen Satelliten. Are you ready to take off? An den erinnere ich mich noch. Good luck! Good shoot! Ja, es ist so lange her, ne? 91. Super R-Type und ich habe es damals nicht gespielt, sagte ich ja in meinem Super Konsole X Pro Video auch. Das lag einfach schlicht am Überfluss damaliger Shoot'em-Ups. Es gab so viele zu dieser Zeit und vorher schon auf dem Atari, auf dem C64, ja, Terra Cresta und wie sie alle hießen. Ihr hattet ein Übermaß und Konami hat rausgepresst ohne Ende. Parodios und da hatten wir Excelay und die ganzen Krachbretter. Wir sind sogar vom Mega Drive, die Thunder Force, wie es auch an anderer Stelle sagte, durch die Lappen gegangen, weil ich einen Überfluss hatte an super tollen Shoot'em-Ups. Schauen wir mal hier, ob das Ding mit der SNES-Version mithalten kann. Ich vermute mal musikalisch nicht. Aber gut, ist auch eine Frage der Musikrichtung, die man mag. Aber das ist der Hammer-Sound. Der pustet einen da um im ersten Level schon. Ich hatte es ja dann angespielt und auch für mich als eines der besten Musikstücke der SNES-Ära tituliert. Ja, wir starten jetzt. Lange Rede, langer Sinn diesmal. Streubombe, Schockwellenkanone, keine Ahnung. Ich kenne nur ungefähr, ich vermute mal 50-60% des ersten Levels dieses Spiels. Deshalb ist das, glaube ich, das Raumschiff gewesen, dieser A98, den ich damals auch genommen hatte. Aber damals, wann ist jetzt nicht hier, ein halbes Jahr ist jetzt ungefähr hier. Zielsuchende Rakete, er hatte das Ding, genau. Standard Wellenkanone, nehmen wir ihn. Starten das Spiel auf normalen Schwierigkeitsgrad bei Kinder. Auf Kinder. Das ist ja aber eine Herabstufung von Kindern. Was habt ihr für Kinderentwickler? Schaut euch die mal an. Die abgehen in manchen Spielen. Machen wir mal nochmal. Mit der L1 und der. Oh, verpasst. Verpasst mal wieder. Oh.
IREM oder IREM hießen die damals, das 91 auf das SNES rausbrachten. Weiß gar nicht, was aus denen geworden ist. Anderes Thema. Ja, I salute you too. For those about to rock, I salute you too. Glad to see you. Das war es auf das SNES nicht. Ich glaube, das begann dort in der Cockpit-Ansicht und ging dann in die dritte Person über. Großartig! Wir haben eine menschheitsmoralische Aufgabe, wie es im Intro erzählt wurde. Jetzt noch hier so ein bisschen Schnickschnack. Schön! Schön, passt gut! Musik sehr besinnlich, nenne ich es mal. Ist nicht so fetzig, sehr entspannt. Ja, I am ready to take off. And kill them all. Good luck. Gut, das geht mehr in Richtung Techno-Mucke. Ist jetzt nicht so mein Style. Aber wenn es passt, dann passt es. Fand ich bei Wipeout ganz cool, die Musik. Damals, obwohl es gar nicht meine Richtung war, es passte wie Faust aufs Auge oder Augen. Auf Ohren auch, natürlich. So, auf geht's. Ja, ja, das war das Ding. Das hatte ich auf das letzte noch hinten angedrückt, weil ich das nicht gescheckt habe. Das kann ich auch schon nicht abkoppeln. Eigentlich, die schießen schnell. Ja, so geht's. Alles klar. Das machen wir erstmal. So, aufladen können wir auch noch schießen. Das ist anders aufgebaut. Oben einen zweiten Mal auf den. Ja. Frage ist, ob der Bienen da stärker wird, wenn ich das Ding Anton hier, ich weiß nicht. Nicht verschießen, doch nicht. Manche ja. Oder wie? Ich war ein bisschen mehr Power in der Haube. Der Schwierigkeitsgrad ist ganz fertig, finde ich schon. Alter Schwede. Da oben los. Kann ich wieder abtauchen? Ich weiß es nicht. Oh, Hammer, die Grafik. Wahnsinn. Die Räumlichkeit. Nee, bleib mal da, genau. Was ist das? Was sein? Meine Helferlein da gerade? Okay. Jetzt haben wir den Schlangenkopf nach hinten vertrieben oder ist der Boss jetzt besiegt? Oder? Untersuchung verlassene Weltraumstadt.
Punktzahl, Schwierigkeitsgrad, die Waffen, die ich benutzt hatte. Was soll dieser plus 11 Bonus da unten? Plus 33 in Rot, ist das ein Abzug oder... Ja, wird es ja Minus heißen. Keine Ahnung. Plus 121. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass in die Wertung die aufgeladenen Schüsse mit reinkommen. Vielleicht auch, wie oft ich sinnvoll die Drohne an- und abdockte. Ich weiß es nicht. Wieso Spiel verlassen? Wir wollen weitermachen. Das war ja ein bisschen kurz. Oh. Okay. Dann kann ich doch noch mal kurz was sagen, damit ich noch ein paar Minuten fülle. Ach so, warte mal. Cerberus erinnert mich an The Search. Cerberus. Das ist wie ein Endboss auch im ersten Teil. Es gibt auch die Rüstung von dem, oder nicht? Schön. Oh, da gehen wir in Retro-Sphären. Toll eben. Großartig. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das Spiel ist, aber für 5 Euro, bis 5 Euro würde ich gehen und mir das holen. Hat Spaß gemacht. Ich vermisse ein bisschen die fetzige Musik. Diese techno-artige Musik. Passt aber natürlich auch wunderbar hier in diesen Space, in diesen Weltraum zu diesem Thema. Ich habe es lieber ein bisschen rockiger. Ich finde es schade, dass Rock und Metal so selten in Shoot'em-ups, wo sie doch wunderbar hinpassen. Aber Doom hat auch einen ganz großartigen Soundtrack. Doom auf dem SNES, Wahnsinn. Davon gibt es auch eine Metal-Version, die kann ich jedem empfehlen. Großartig. Oder auch die Neuauflage von Great Giant Sisters, auch im Metal-Soundtrack, ganz fantastisch. Aber ich schweife gerade ab. Mein Eindruck, ja, grafisch, ihr habt es gesehen, Hammer. Steuerung sehr präzise, musikalisch gut, passt wie gesagt, aber nicht mein Genre. Mir hätte es ein bisschen mehr noch Kick gegeben, wenn da Metal oder Hardrock eingeflochten wäre. Ansonsten, gut, der Boss war jetzt ein bisschen, ja, ideenlos. So, mal ganz ehrlich, da hängt dann, was war das, so eine Art Echsenkopf raus. Bewegt sich fast gar nichts. Nur diese Flammenkugeln, die da hoch und runter gingen, diese jeweils, was waren das, 5 oder so. Also der erste Boss ist ein bisschen lieblos und langweilig in Szene gesetzt gewesen. Levellänge, ja, wie gesagt, ich kann keine Vergleiche ziehen. Ich habe, wie gesagt, die SNES-Version nur angespielt. Kann ich nicht sagen. Ist, glaube ich, ähnlich. Vielleicht war es ein bisschen zu kurz. Wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Shoot'em-ups. Ich würde mal fast behaupten, Exelay oder Parodius oder... Gradius oder Salamander und wie sie alle heißen. Das ist ja immer die deutsche Version und dann die haben dann noch andere teilweise Bezeichnungen bekommen. Sind etwas länger gewesen. Kam mir sehr kurz vor der Level, aber vielleicht ist das nur ein subjektives Zeitempfinden gewesen. Waffentechnisch konnte man jetzt auch nicht allzu viel sehen an neuen zusätzlichen Waffen, die es gibt. Ob es gibt es eigentlich in dem Spiel noch einen zweiten Satelliten, den man andocken kann? Weiß ich auch nicht. Konnte das Spiel mir auch nicht beantworten, die Frage. Vielleicht gab es das auch in der Urversion nicht. Ja, auf jeden Fall stimmig.
auf jeden Fall stimmig und bis 5 Euro würde ich da mitgehen. Trotz des, da muss man ehrlich sein, schwachen Endbosses. Ne? Ich weiß nicht, ob man mit so einem Endboss werben sollte. Es war ja klar, einen fetten Strahl hat er noch abgerotzt. Es war jetzt keine Ausgeburt an Animationsphasen, um das mal höflich zu formulieren. Das war ein bisschen faul. Faul passt vielleicht die Bezeichnung. Faul designter Boss. Nun würde ich mal vermuten, dass die SNES-Version, also viele Shoot'em-Ups hatten damals so 6 Level. 5, 6 Level. Vielleicht hat Art halt ein bisschen mehr. Und wenn da jetzt 5, 6 Level dieser Länge sind, ist das nicht allzu viel. Das kam mir sehr kurz vor. Da sollte man vielleicht ein bisschen mehr noch an der Bossqualität schrauben. Aber alles in allem, guter erster Eindruck. Ja, mehr als einen ersten Eindruck konnte ich jetzt nicht erheischen. Deshalb ein vorsichtiges Urteil. Eine 7 von 10. Mit Luft nach oben natürlich. Über bessere Bosse. Über vielleicht noch, was steht da? Ja, April 30. 21 schon. Oh, ist das alt. Die Demo ist immer noch drin. Ja, es passt mal wieder. Habe ich auch mal wieder verschlafen. Wie damals die SNES-Variante. Ja, so schließt sich der Kreis. Die ewige Wiederkehr des Ähnlichen. Bye, bye und auf Wiedersehen. Also, zu meinem Asterigos, Curse of the Moon, Curse of the Star, kommt auch noch was. Ich habe da schon was geuploadet, nur es ist, ich weiß nicht, ob ich es euch präsentieren soll. Also es geht da weiter, wer das letzte gesehen hatte, das erste und bisher letzte Video. Es geht da weiter, wo ich aufhörte, allerdings kommt denn dermaßen viel Gesäusel. Also es ist ein sehr gesprächslastiges Spiel. Vielleicht haben da ja ein paar Frauen am Ruder gesessen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob euch das denn so interessiert oder ob ich euch aus dem Spiel noch etwas anderes zeige. Es gibt ganz fantastische Bereiche nachher. Ich habe es noch nicht durch. Ich bin aber, würde ich mal vermuten, 80% jetzt schon durch. Also die Akademie habe ich jetzt besucht, die Bosse da besiegt, so eine Iris geholt. Ich vermute mal, allzu viel kommt da nicht. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit bekommen, wobei doch ein Gebiet war da auch noch. Mit vielen Fragezeichen, aber allzu viel nicht. Also ich habe noch ein paar Bosse besiegt. Vielleicht stelle ich noch mal ein paar interessante Endbosse von dem Spiel rein. Einer wäre auch im nächsten Video, nur das ist so ultra lang geworden. Wie ist die schwarze Straße, Marktstraße, bin ich dann da gegangen und das war ein bisschen verwirrend, die Levelarchitektur. Aber vorher habe ich viel, viel mit meiner in Anführungsstrichen Führerin schnacken müssen. Also ellenlang sehr, sehr viel Text. Also wer darauf steht, wird auf jeden Fall sehr glücklich werden. Die Story ist bestimmt auch ganz interessant. Nur ich habe dann nachher einfach auch weggedrückt. Das war mir too much. Ihr findet auch so viel Schriftmaterial auf dem Weg. Hier mal ein Zettel, da mal eine Notiz, da mal ein Gedicht und so weiter und so fort. Weshalb ich nicht genau weiß, ob ich das reinstellen soll. Es sind 2 Stunden ungefähr, die ich mich da ja quasi durchgeklickt habe und auch gespielt habe. Der nächste Boss wäre dann da auch noch drin. Der allerdings ist sehr interessant. Barat, oder wie hieß der noch? So ein, nennen wir es mal Tyrann. Der war wirklich gut und ich muss auch sagen, bisher der beste Boss. Wie gesagt, die Iris hatte ich geholt im, da habe ich dann, für auch nicht zu viel spoilern, nochmal ein, nennen wir es mal ein Boss. Jetzt habe ich schon gespoilert, besiegt und hatte dann noch, ja, allzu viele Bosse hatten es bisher nicht, muss ich sagen. Oder auch Zwischenbosse nicht. Es brilliert auf anderer Ebene. Also wirklich teilweise komplexe, schöne Level, neue Waffen sind bisher bei mir nicht dazu gekommen. Mal gucken, ob da noch was passiert, aber viele, viele andere Items. Dazu später mehr. Auf jeden Fall stelle ich davon noch was rein. Eher aber wahrscheinlich nicht die Stelle, die ich euch reinstellen wollte, vom letzten Speicherpunkt. Weil das sind 2 Stunden, von denen ich da ganz viel klicke, klicke, klicke und schnacke, schnacke, schnacke.
Aber falls es denn interessiert, könnt ihr es ja hier in die Kommentare schreiben, was ihr eh nicht macht. Deshalb werde ich dann mal wieder die Sterne befragen, ob ich das so oder anders handhabe. Aber auf jeden Fall gibt es zu diesem Spiel, zu diesem wunderschönen Souls, Kena, Bright, Lara, Bright Souls noch mehr Stuff.